Hallihallo, liebe Huvians, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich mal wieder ein Dr. Who Serial auf dem Tisch liegen. Ich weiß, lang ist's her. Ich bin ein bisschen aus der Materie raus, das heißt, ich habe jetzt schon länger kein Dr. Who mehr ausgepackt und auch nicht mehr angesehen. Ich habe auch lange kein Dr. Who mehr bekommen. Auf Disney Plus laufen ja aktuell die neuen Folgen. Die habe ich natürlich gesehen und auch mit Becky hier besprochen, aber dass ich mal wieder eine optische Veröffentlichung habe, das ist was Besonderes. So, und hier habe ich sie jetzt liegen, die oder das Serial Die Mutanten. Dabei handelt es sich um eine Story aus der, ich glaube ja hier aus der 9. Staffel der Originalserie aus dem Jahr 1972. Und dieses Mediabook, das wird vom Polyband im Vertrieb der WVG Medien GmbH am 28. März 2023 in den Handel gebracht. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, weil vom dritten Doktor von John Pertwee habe ich bis auf das Special Die fünf Doktoren noch gar nichts gesehen. Das ist also für mich auch eine Premiere. Ich weiß, es gibt schon andere deutschsprachige Specials, deutschsprachige Veröffentlichungen mit dem dritten Doktor, aber die habe ich nicht. Das letzte, was ich vom klassischen Doktor bekommen habe, war hier der zweite Doktor, die Saat des Todes. Und den habe ich jetzt auch hier liegen, damit wir sehen können, dass man sich hier bei Polyband so entschieden hat, das Ganze zu veröffentlichen, dass es im Regal auch gut aussieht. Das heißt, das Bein ist identisch. Das heißt, klar, natürlich hier oben ein anderer Doktor, aber es schaut ja schön aus. Da lacht der innere Monk. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal von innen an. So, entstanden ist das Ganze, wie gesagt, im Jahr 1972 unter der Regie von Christopher Barry. Und das hier ist dann auch die deutschsprachige Premiere. Das heißt, dieses Serial hier gab es vorher noch nicht in deutscher Sprache. So, der FSK-Flatschen befindet sich auf der Einschweißfolie und wandert mit derselben in den Müll. Und auf der Rückseite das Vorlageblatt, es ist verklebt. Ich könnte Brötchen schreien. Ja, man hat es hier festgepappt mit einem Klebepopel, der sich aber glücklicherweise ganz leicht ablösen lässt. Ich mache, für die ASMR-Freunde unter euch. Oh. Ja, lassen wir jetzt auch, ne? Das, so, und es hinterlässt hier so einen fiesen Fettfleck, ja, ekelhaft. So, dann schauen wir uns mal das Vorlageblatt an. Ja, Collector's Edition Mediabook, der dritte Doktor ist zurück. Haben wir hier eine Inhaltsangabe, hier ein paar Informationen, dann hier das Bonusmaterial aufgeführt oder zumindest ein Teil davon, weil hier steht ja auch unvieles mehr. Dann drei Bilder aus dem Serial, hier unten die Credits und hier die Produktspezifikationen der Blu-ray und der DVD, denn es ist natürlich ein Doppelpaket. Also wenn ihr jetzt Blu-ray-Fans seid, dann habt ihr hier die Blu-ray-Veröffentlichung und im Mediabook ist außerdem für die DVD-Enthusiasten, die vielleicht noch gar kein HD-Equipment zu Hause stehen haben, auch noch die DVD mit da drin. Und wir sehen hier, ab 12 wegen Bedrohung. Na, da bin ich aber mal gespannt. So, hinten haben wir den Weltraum, unendliche Weiten. Auf dem Spine, wir haben es eben schon gesehen, prangt einmal der Schriftzug Doctor Who, dann BBC, dann hier der Titel des Serials, der dritte Doktor, die Mutanten. Und vorne drauf ebenfalls der Schriftzug. Und ich bin sehr froh, dass man diesen Schriftzug genommen hat. Weil normalerweise wechselt man ja immer mit einem neuen Doktor und mit einem neuen Schriftzug, den der neue Doktor hat. Auch bei den Veröffentlichungen, die dann noch kommen zum neuen Schriftzug. Auch wenn ich den neuen Schriftzug ziemlich cool finde, ich finde es doch sehr gut, dass man das hier noch beibehalten hat. Ich hoffe, das bleibt auch noch. Wer weiß, was die Zukunft bringt. So. Dann haben wir hier vorne John Pertwee drauf, der, wie ich finde, einen sehr guten Eindruck macht hier mit der Fackel und auch mit dem Umhang. Sein Kostüm finde ich übrigens auch sehr, sehr geil. Und ich finde, man hat auch mit dem 12. Doktor, mit Peter Capaldi, so ein bisschen versucht, an das Optische vom dritten Doktor ranzukommen. Ja, so schaut es halt von außen aus. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Vorne haben wir die Blu-ray drin liegen, die schaut so aus, genau wie das Frontcover. Klar, was sollte man da auch sonst haben? Hier auch nochmal den Weltraum.
Und auf der Rückseite haben wir dann die DVDs. Und zwar einmal das eigentliche Serial. Ne, hier ist das Bonusmaterial. Hier ist das Serial drauf. Also Folge 1 bis 6. Das sind 6 Teile, a 25 Minuten. Da kriegt ihr also auch ordentlich was fürs Geld. Und hier noch zusätzliches Bonusmaterial. Wenn das so ist, wie ich das von den Veröffentlichungen her kenne, hat man das Bonusmaterial einmal komplett auf die Blu-ray gepackt und dann zusätzlich nochmal auf die DVD, weil die Leute, die kein Blu-ray-Equipment zu Hause haben, wollen ja auch das Bonusmaterial sehen. Aber eine Blu-ray bietet ja deutlich mehr Platz, deswegen hat man das hier auf 2 Discs verteilt. So war es in der Vergangenheit. Ob es hier so ist, könnt ihr dann in meinem Review nachlesen, das in den nächsten Tagen auch auf blu-ray-disc.de veröffentlicht wird. Das dauert aber noch ein bisschen, ich muss es ja erstmal gucken. So, jetzt haben wir hier ein Booklet mit Fakten und Hintergründen. Los geht's mit einem Vorwort von Garrick Hagen. Die Mutanten, wie politisch darf ein Doctor Who Mehrteiler sein? Gute Frage, wie politisch darf überhaupt etwas sein? Das ist ja heute, ist immer so, hohoho, ja, man wird ja direkt mit der dicken Kelle geschlagen, wenn man was politisch Korrektes macht oder eben inkorrekt. Also ich persönlich mache mir da gar nichts draus. Natürlich darf der Doktor, muss der Doktor politisch sein und anklagen, weil er hat eine besonders große Reichweite, ja. Bis ans Ende des Universums und darüber hinaus und alle Zeiten und alle Dimensionen. Also da muss ja ein bisschen was kommen. Naja, gut. Dann haben wir hier halt über die einzelnen Darsteller ein paar Hintergrundinformationen. Dann hier etwas über den Regisseur. Das Papier ist anständig dick, glänzt für meinen Geschmack etwas zu sehr, aber auch das ist etwas, was ja durchaus normal ist. Dann haben wir hier die Mitte, da haben wir 2 Tackerklammern. Bisher, finde ich, ist auch sehr wenig an Bildern hier reingepackt worden. Wobei hier haben wir den Burschen nochmal, das heißt, das Bild doppelt sich. Naja, gut, aber ich sag mal, so wenig Bilder, wie hier drin sind, nehme ich das hin. So, und jetzt haben wir schon die Hälfte hinter uns und wir sehen, der Text ist immer noch deutsch. Das sage ich nur, weil bei anderen Veröffentlichungen haben wir ja beim Doktor vorne die Hälfte des Booklets deutsch und hinten die Hälfte des Booklets englisch. Also der gleiche Text nochmal. Das ist hier nicht, finde ich schon mal gut. Wobei es hat natürlich auch seine Vorteile. Dann kann man das Teil auch in Großbritannien vermarkten. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben gar keine Mediabooks. So, dann haben wir hier noch ein, wie ich finde, sehr schönes Bild drin. Das hätte sich auch gut als Cover-Artwork vorne drauf gemacht. Ja, und hier die Mutanten, das haben wir hier, ja, die harten Fakten und wussten sie schon das. Das finde ich auch immer sehr geil, ich sag immer Klugscheißer-Infos dazu, wenn das damit drin ist. Einige Doctor Who Serials haben auch so eine Untertitelspur mit Hintergrundinformationen, aber in englischer Sprache. Eine deutsche Veröffentlichung mit englischen Trivia-Hintergründen. Naja, kann man von halten, was man will, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn es auf Deutsch wäre. So, ich bin auch mal gespannt, wie sich hier die deutsche Fassung schlägt und freue mich, den Doktor endlich wieder im Player und auf dem Bildschirm zu haben. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, was ihr vom Doktor haltet, ob ihr den dritten Doktor schon kennt, ob ihr den dritten Doktor gut findet. Schreibt unten gerne in die Kommentare, welcher Doktor euer Favorit ist. Oder falls ihr mit Doctor Who gar nichts anfangen könnt, schreibt das auch rein. Und vergesst nicht, unten den Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen da zu lassen, weil ich das so sage. Bis dahin, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund, bleibt geil, seid schlau, schaut blau. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer.